Hi, wir versuchen bei OMR in den verschiedensten Bereichen Spitzeninhalte herzustellen. Werdet ihr gleich hoffentlich anhand der Dokumentation erleben, aber auch in den Bereichen Weiterbildung, Podcasts, Live-Events und bei Softwarebewertung. Also auch Appell an euch, wer demnächst Software einkauft, gerade im Geschäftskontext, der sollte bei OMR Reviews vielleicht nachschauen, was andere Nutzer für Erfahrungen gemacht haben mit der jeweiligen Software, wie andere Menschen diese Software einschätzen. Bei uns gibt es über 1000 Softwareprodukte, die dort bewertet wurden, von über 25.000 verschiedenen Nutzern und Nutzerinnen. Und außerdem als kleiner letzter Wunsch vielleicht noch, der ganze Film, der gleich kommt, ist ja umsonst. Wenn ihr uns vielleicht selber eine Bewertung hinterlassen könntet auf OMR Reviews zu einer Software, die ihr kennt, die ihr einsetzt. Das würde ganz viele andere Menschen vielleicht helfen und uns auf jeden Fall. Daher vorab vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Film. Peter, es wäre schön, wenn du dich so ein bisschen eindrehst. Genau. Ich werde mich auch daneben stellen. Du kannst mich quasi adressieren. Ist die 5? Eine katastrophal chaotische, beliebige Agentur. Gruppenzwang, Überstunden, Stornierungen bei Urlaubstagen. Werbedinosaurier, der nicht inklusiv ist, stecken geblieben in Prozessen von 1998. Such dir eine andere Firma. Deine Arbeit wird bei Jungformat nicht geschätzt. Super. Gut. Wer hat's erfunden? Supergeil. Mein Boot. Jungformat! Jungformat! Die Agentur Jungformat in Hamburg. Sie steht für spektakuläre Kampagnen, für Leidenschaft, für Kontroverse, für Arbeiten bis zum Umfallen und für ein gutes Stück deutsche Werbegeschichte. Heute besteht das Unternehmen aus 29 eigenständigen Agenturen, unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, China und Südkorea. Jungformat beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter und macht einen Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro. Die fettesten Werbetreibenden der letzten 30 Jahre sind regelmäßige Kunden. Aber wie wurde die Agentur, was sie heute ist? Und wie bereitet sie sich auf morgen vor? Welche Bedeutung hat Werbung überhaupt in Zeiten der Digitalisierung? Das sind die Fragen, die uns bewegt haben. Und dafür durften wir Jungformat und seine Kenner ein Jahr lang begleiten. Es ist ein exklusiver Einblick in die Welt der Werbenden. Aber der Reihe nach. Hier, danke für 9 Jahre Werbung der Goldklasse. Da gibt's einen Huhn. Hamburg, ein Tag Ende Mai. Wir treffen Holger Jung und Jeremy von Matt. Und ihr ahnt es vielleicht, sie sind die Namensgeber der Agentur, die sie vor 30 Jahren gegründet haben. Mit der agentureigenen Hafenbarkasse geht es heute auf die Hamburger Elbe. Es ist eine Gedenkfahrt für einen Menschen, der nicht nur den beiden viel bedeutet hat, sondern auch eng mit der Geschichte der Agentur verknüpft ist. Die Gründer waren nämlich mit der gleichen Frau verheiratet. Mit Elisabeth, die kürzlich verstarb und nun auf dem nach ihr benannten Boot einen Erinnerungsort bekommt. Wir haben keinen Bohrer. Das ist ein Schrauber, aber man braucht natürlich, damit man schrauben kann. Wir können es so versuchen. Hier ist einer, der ist aber sehr groß. Naja, zum Kennzeichnen reicht's. Lass es so. Das gibt's doch. So, jetzt hängt es. Nicht schön, aber. Nee, aber. Wir müssen es irgendwann schöner machen. Genau, aber jetzt, das können die dann. Aber es hängt jetzt machen. Und alles ist gut, es ist sicher. Naja, Elisabeth ist ja, wenn man so will, die Gründerin unserer Firma. Da, oder sagen wir mal, sie hat uns zusammengebracht und ohne sie wäre diese Firma nie entstanden. Als ich meine erste Frau kennenlernte, war sie noch die erste Frau von Jeremy, aber die waren schon lange getrennt und irgendwann wollte Jeremy seine
damals aktuelle Liebe heiraten und dann musste er nach Hamburg kommen, um sich scheiden zu lassen und dabei haben wir uns dann kennengelernt. Er war ja schon so ein Kreativstar und ich fand, dafür war er sehr normal und bodenständig und da kannte ich andere. Das fand ich sehr angenehm, aber das alles. 30 Jahre später haben sich ein paar Sachen verändert. Tuan Nguyen, selbst Chef einer der vielen Jung von Matt Agenturen, zeigt uns das Hamburger Hauptquartier. Freunde, wenn ihr mit mir unten seid, gib mir ein kräftiges auf jeden. Jetzt sind wir hier am Empfang mit unserem trojanischen Pferd. Und dieses trojanische Pferd zieht sich tatsächlich in unserer Kultur, in den physischen Räumen durch ganz viele Dinge halt wieder. Und wo wir jetzt quasi reingehen werden, ist der Bauch vom trojanischen Pferd. Holger und Jeremy haben eigentlich immer schon gesagt, wer Marken führen will, der muss auch selber Marke sein. Das trojanische Pferd steht ja für die Metapher, ne, dass Kommunikation, Werbung, Marketing und Produkte so attraktiv verpackt sein müssen, damit Konsumenten sie freiwillig in sich hineinlassen. Vieles von diesen Prinzipien findet sich tatsächlich in der Marken-DNA von Jungformat wieder. Es fängt an mit der Farbe. Jungformat hat natürlich British Racing Green als Corporate Identity Farbe. Es kommt schlicht und ergreifend aus dem Militär. Ja? Und dieses Militärische, dieses Kämpferische findet sich nicht nur in der Farbe und den Formen wieder, sondern auch in der Sprache. Bei uns heißen Feedback-Gespräche Manöverkritik. Statusberichte hießen früher Frontberichte. Ja? Hin und wieder werden hier auch Promis eingeladen, die dann 10, 15 Arbeiten von uns sehen und die dann quasi hart live in echt und authentisch bewerten dürfen. Das Allerlustigste war, dass hier die Hells Angels mal waren und wir einfach den Hells Angels unsere Kampagnen-Spots gezeigt haben und die gesagt haben, wie sie das halt finden. Das sind ja im Prinzip die Mantras, nach denen Jungformat agiert. Mitarbeiter, die Probezeit überstehen, bekommen diese Werteschnecke als Amulett. Ja, und früher hat man ja mal gesagt, so Jungformat-Sekte hier, was ist eigentlich mit euch los? Da muss ich sagen, so Amulette zu verteilen, entkräftet das Vorurteil jetzt nicht. Ne? Auf der anderen Seite ist das eine super schöne Geste. Rückblick 1991. Holger Jung und Jeremy von Matt haben ihre eigene Agentur gerade eröffnet. Jeremy filmt stolz seine ersten Mitarbeiter. Das sind Beto und Carola und Johannes. Hier sitzt Deneke, er redet gerade Englisch. Aha, das wiederum ist Claudia, Art Director. Sie klaut sich gerade wieder ein Layout zusammen. Das flimmert zwar jetzt nur, aber das ist der hochinteressante Grafikcomputer. Das war damals natürlich noch total punkig. Wenn Kunden in die Agentur kamen, dann gab es so Lederkutten an der Garderobe. Dass wenn man mit dem Kunden dann durchs Karo-Viertel ging zum Essen, ich glaube ein Restaurant gab es, dass sie dann irgendwie ungescholten dann durch diese Meute kamen. Und irgendwie der Geruch, den habe ich immer noch in der Nase. Das ist echt, also ein guter Geruch. Und das war eine wahnsinnig gute Energie und alle ganz umtriebig. Die frisch gegründete Agentur fällt auf. Vor allem, weil sie immer für eine Geschichte gut ist, die sich weitererzählen lässt. Und das hier ist die berüchtigte Denkzelle. Wir haben sie zur Legende gemacht. Wir haben nämlich behauptet, dass alle großen Ideen hier auf diesen 2 Quadratmetern entstanden sind und dass eben, wenn das Licht brannte, war praktisch heiliger Gebärmoment für Ideen. Mit einem roten Licht, das anzeigt, wenn ich arbeite. Die Wahrheit war ja nicht ganz so. Also natürlich war ich da manchmal drin, wenn ich was schreiben musste und ungestört sein wollte, aber es ist nicht so, dass ich jede Idee hier hatte, das ist ja klar. Innerhalb kurzer Zeit steigt Jung von Matt zur renommiertesten Adresse der deutschen Werbebranche auf. Kernkompetenz, die Agentur, die TV kann. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Wer genau? Wie geht's dir? Gut. Hier? Blendend. Warte mal,
Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Das ist die Kampagne. Lust auf eine neue Frisur? Heißt die Frage auf der ersten Seite. Und nach dem Umblättern? Liefert der Autovermieter Sixt gleich ungefragt die Antwort. Mieten Sie sich ein Cabrio. Ich nehme es gelassen und guck mal, ob der Frisurtipp für die Praxis taugt. Plötzlich wurden Werber rockstarfähig, was sie vorher überhaupt nicht waren. Und das war ein bisschen unser Glück, dass dieser Prozess in den 90ern dazu führte, dass man sich sagte, wer macht denn diese Six-Kampagne, wer macht dann die Audi-Kampagne oder die Bild-Zeitungskampagne? Also klar müssen Werber von sich selber sagen, dass sie bedeutend sind und dass sie viel geschafft haben. Das ist im Fall von Jungformat sicher auch nicht zu weit hergeholt. Ob sie jetzt so viel besser, kreativer oder anders waren als viele andere, die um diese Zeit natürlich bekannt geworden sind, das ist dann schon ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Auch deshalb, weil das ja die große Zeit der Fernsehwerbung war und Werbung und Kampagnen auf die Art und Weise auch sich tief eingegraben haben in das kollektive Erinnern der Gesellschaft. Die provozierenden Spots und griffigen Claims fallen jedenfalls auf. Mit viel Witz trifft die Agentur sogar den Geschmack des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Sie müssen sich vorstellen, Sie sehen ein wunderschönes Paar. Er im Smoking, allerdings die Jacke schon leicht abgelegt, das Hemd etwas aufgeknöpft, die Fliege ist schon weg und sie in einem schwarzen Abendkleid. Will ich nicht und begeben sich gemeinsam, beschwingt natürlich ins Schlafzimmer, wie man das so macht, jedenfalls zu Zeiten, zu besonderen Zeiten, gelegentlich. Ich sehe, Sie haben alle Ihre Erfahrungen. Und Sie müssen sich also die Situation vorstellen, wirklich erotisch. Und anders als ich es hier schildere, wirklich erotisch. Und sie sagt ihm in Erwartung gespannt, da liegend auf ein unglaubliches sexuelles Erlebnis, ganz trocken, ich muss mal kacken. Du musst ja bedenken, Jungformat ist ja deshalb so groß geworden und auch sie steht deshalb so gut da, weil sie ein gutes Produkt machen, weil sie für gute Werbung sich den Arsch aufreißen, weil sie sich kümmern, dass gute Kreation rauskommt. Das ist Reinhard Springer, eine Werbelegende und ein ziemlich exzentrischer Typ. Ihr erinnert euch? Holger Jung und Jean-Remy von Matt haben ja zuerst in einer anderen Agentur gearbeitet. Und die hieß Springer und Jacobi. Und Reinhard Springer war dort ihr Chef. Ist er nach all den Jahren eigentlich sauer, dass die beiden ohne ihn weitergemacht haben? Der Witz ist ja, unsere Firma war ja relativ satt, also die war ja oben am Laufen. Und dann werden die Leute ja auch teilweise, der Begriff ist zwar falsch, aber da gibt es ja immer so eine Arroganz und wir haben es geschafft Ding. Und durch Jungformat gab es ja wieder eine richtige Anstachelung. Es gab ja auf einmal wieder, also hätte Jungformat sich nicht gebildet und einen Wettbewerb aufgebaut, wäre Springer und Jacobi sofort pleite gegangen. Waren denn die so bei all denen, die du über die Jahre damals gesehen hast, so die talentiertesten? Ja, würde ich schon sagen, weil du ja, wenn du richtig gut erfolgreich sein willst, gehören ja viele Puzzleteile, die da zusammenkommen müssen. Und Holly ist ja, hat Spaß am Unternehmertum. Auch am Marketing und ist auch ein wunderbarer Berater für die Leute. Und Jean-Remy ist ja ein tiefen Werber, ein tiefen Kampagnenmacher. Der setzt sich wirklich hin und geht tief rein. Und diese Kombi, die ist eigentlich einzig. Die gab es so nicht nochmal. Bei Jean-Remy war es immer so, dass wenn man sich dann auf irgendetwas verständigt hat, auf ein neues Motiv, auf ein neues Slogan, dass du davon ausgehen konntest, in den nächsten Tagen kommt er noch mal mit einer anderen Idee. Er hat noch mal dran gearbeitet und hat noch mal was ganz anderes hingesetzt. Auftritt Kai Diekmann. Bis 2015 war er Chefredakteur der Bild-Zeitung und als solcher in zahlreiche Kampagnen von Jung von Matt involviert. Der Claim "Bild dir deine Meinung" stammt zum Beispiel aus dieser Zeit. Heute macht Diekmann selbst Werbung. Er leitet die PR-Agentur Story Machine in Berlin. Es gibt den berühmten Satz von Gerhard Schröder, zum Regieren brauche ich Bild, Bams und Glotzen. Ne? Was er damit sagen wollte, wenn ich
die drei Medien beherrsche, ne, Bild, Bild am Sonntag und das Fernsehen, damit erreiche ich dann alle Deutschen, zumindest alle, die für mich relevant sind. Das stimmt ja heute so nicht mehr. Viele der Geschichten und viele der Slogans, die er für Bild kreiert, für Bild erfunden hat, sind allerdings so stark, dass sie meiner Meinung nach auch auf den anderen, auf den neuen Plattformen funktionieren würden. Also ich meine, dieser großartige Spot mit Winnetou, ne? Winnetous Herz ist mit großer Sorge erfüllt. Der Häuptling der Bleichgesichter plant, ein Feuerross auf Schienen durch das Land der Apachen zu führen. Wie hat Winnetou so schnell davon erfahren? Winnetou liest jeden Tag das große Blatt des Weißen Mannes. Ist einfach sensationell und verliert auch über die Jahrzehnte nichts von seiner Originalität, nichts von seinem Witz, nichts von seiner Überraschung, nichts von seiner Qualität. Zurück nach Hamburg. Thoan auf seinem Weg durch die Agenturräume. Das sind alles tatsächlich Platten, Lieder und Songs, die in unseren Werbemaßnahmen, Marketingplänen und Co. eine Rolle gespielt haben und die aber dadurch so erfolgreich geworden sind, dass sie auch goldene Schallplatten und Co. gewonnen haben. Hi! Würdet ihr euch als Musikproduktion bezeichnen? Musiklabel? Musikagentur. Ja. Ganz, ganz oft wurde es eben auch hier geschafft, irgendwie Leute, Bands und Menschen zu identifizieren, bevor sie Mainstream wurden. Also ich glaube, Woodkid, ne? Run Boy Run, im Vodafone-Film, glaube ich, eine der wirklich ikonischsten Sachen. Aber auch hier Safe and Sound von Capital Cities war das, glaube ich. Ne? Ein Song, der bis heute noch im Radio läuft, rauf und runter. Das Spannende an Jungformat ist ja, Jungformat ist ja nicht nur ein Jungformat. Ne? Jungformat sind die unterschiedlichsten Jungformat-Agenturen, die alle in unterschiedlichen GmbHs auch strukturiert sind. Und das ist im Prinzip der Trakt zu der jüngsten Jungformat-Gründung, Jungformat Nerd. Das ist quasi meine Firma mit André zusammen. Willkommen im Spielzimmer von Jungformat Nerd. Der eigentliche Sinn und Zweck ist, damit wir hier Filme gucken können, Serien und natürlich die neuesten oder die ältesten Konsolen anspielen. Es werden überall Kameras installiert werden, damit wir live streamen können. Im Kern geht es eben darum, wirklich diese Popkultur der jungen neuen Generation greifbar zu machen, anhand von Kollaborationen, anhand von Aktivierungsideen und Strategien. Hi. Moin. Hi. Spontaner Überfall, ne? Das ist Jonas. Wie man anhand seines Screens schon sehen kann, ja, ein nativer Teil der Community, One Piece Screensaver, ja, super real. Das ist Jasmin. Jasmin ist gerade ganz frisch von Warner Brothers zu uns gewechselt. Das ist hier Max, unser super Youngster. Max ist bei uns. Warum? Weil, wie alt bist du, 21? 22 geworden. 22, ja. Und du sprichst? Ich spreche Japanisch, Chinesisch, Niederländisch, Englisch, Deutsch. Ja. Ja. Was muss man dazu noch mehr sagen? Wir sind keine Agentur für den Durchschnitt. Ja, wir sind eine Agentur, die immer die Extrameile geht, eine Agentur, die auch mal aneckt, die auch mal unbequem sein kann, aber eine Agentur, die immer versucht, für die beste Lösung zu arbeiten. Und das ist etwas, was mich auf jeden Fall hier hält. Eine andere Sache ist, dass ich habe eigentlich immer wieder meinen Job komplett neu erfinden dürfen. Und niemand zwingt dich, tagtäglich immer den gleichen Job zu machen oder ganz stringent und linear eine Karriereleiter hochklettern zu können. Sondern was die Jungformat dir gibt, ist erstmal ein gemeinsamer Geist, eine Haltung, ne, und ein Wille, eben auch Tolles auch bewegen zu können. Und das ist schon ziemlich cool, dass man eben nicht stehen bleibt eigentlich. 2010 hat sich die Agentur übrigens komplett neu ausgerichtet. Holger Jung hat sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Und auch Jean-Rémy von Matt tritt immer kürzer. Der Mann an der Spitze ist seitdem Peter Figge. Alles, aber auch noch dieses Thema. Lustigerweise, natürlich war das ein Schock, glaube ich, für alle. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mache. Und dann habe ich am Ende dann doch irgendwie drüber nachgedacht und
Ein Kollege hat das mal so schön formuliert: Das ist die spannendste Aufgabe, die du in der Kommunikationsbranche in Deutschland haben kannst. Aber den Job hätte ich nicht gern. Peter Figge gilt als erfahrener Digitalexperte und Stratege. Er führt das Unternehmen in ein neues Zeitalter. Mit mir hatte so niemand gerechnet. Da kommt einer, das ist so ein Digital-Heini, der kommt gar nicht aus dieser Kreativkultur ursprünglich. Und fachlich ging es vor allen Dingen natürlich um Digitalisierung und Internationalisierungsthemen. Jung von Matt war in 2010 eine herausragende Kreativagentur, aber eben doch mit dem Fokus und auch vom Image her sehr stark auf TV bezogen. Und das hat sich in den letzten 11 Jahren einfach radikal geändert und musste sich auch radikal ändern. Denn heute ist Kommunikation, es gibt keine analoge Kommunikation mehr. Es gibt wirklich nur noch digitale Kommunikation, selbst im Bereich TV. Mit den vielen Tochtergesellschaften bis nach Asien und Amerika ist Jung von Matt zudem komplexer geworden als jemals zuvor. Das Unternehmen besteht aus selbstständigen Agenturen, die eigene Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer haben. Darüber steht die Dachmarke Jung von Matt und ihr Chef Peter Figge. Also wir sind auf der Reise von einer gründergeführten zu einer partnergeführten Agentur. Das heißt, in den einzelnen Agenturen sitzen Menschen, die haben die Agentur gegründet. Wir sind der Mehrheitsgesellschafter und ich bin dann der Vertreter des Mehrheitsgesellschafters. Zunächst mal ist meine Jobdescription besonders. Es ist besonders dringend, besonders kacke, besonders strategisch, besonders neu. Ich komme nie ins Spiel, wenn es darum geht, wir haben jetzt einen netten Projektabschluss, der Kunde ist total happy und wollen wir noch mal gemeinsam essen gehen. Das gibt es einfach nicht. Aber tagtäglich eher für die besonderen Situationen verantwortlich zu sein, ist am Ende dann irgendwann auch wieder normal. Das Kernziel des neuen Chefs? Niemand, der nach den beiden Gründern kommt, soll eine so starke Personenmarke sein, dass die Firma von ihm abhängig wäre. Denn Holger Jung und Jean-Rémy von Matt haben sich über die vielen Jahre einen legendären Ruf erarbeitet. Immer wieder haben sie es geschafft, mit ihren Ideen an die große Öffentlichkeit zu gelangen. Eine dieser Ideen ist übrigens das Wozi. Ihr habt Mitte der 2000er Jahre vielleicht schon einmal davon gehört. Gelbe Raufaser garniert mit ein paar Postern, die Sitzgarnitur aus Leder, weil's einfach unempfindlich ist, und der Teppich, der hält gut noch 2 Jahre. Jean-Rémy hatte immer die Idee, wir müssen die Straße des deutschen Durchschnitts finden. Und hat immer alle Marktforscher, die er kannte, und unsere Strategen und Planer wuschig gemacht, dass man so eine Straße finden müsste. Aber die gab es natürlich nicht. So. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch wenigstens mal so diese Lebenswelt des Durchschnittsdeutschen in Form eines Wohnzimmers hier hinsetzen. Deutschlands häufigstes Wohnzimmer steht mitten in einer Hamburger Werbeagentur, eine Art Anschauungsobjekt für die Marketingstrategen. Dabei wird das Zimmer ständig an den Alltag angepasst. Wo vor 3 Jahren noch ihre Topfpflanze stand, ist jetzt sein Computer. Von dort bucht Thomas die nächste Ostseereise und während Sabine schon schläft, surft er heimlich auf Erotikseiten. Das wurde ein richtiger Wallfahrtsort des Marketings. Also alle kamen, um einmal praktisch die Normalität zu erleben. Und das war ein Raum, in dem nichts Zufall war, sondern alles war Marktforschung, alles war Berechnen. Also der Bodenbelag, die Farbe, die Raufasertapete, Erfurt 52, das war eine Idee, die hatte einen enormen Impact. Also die hatte ein Presseecho im Wert von, ich glaube, 1 Million. Die war, alle Fernsehanstalten wollten dort drehen. Eine wollte sogar eine Talkshow dort machen. Die Talkshow, die gemeint ist, ist die ZDF-Talkshow Kerner vom 10. Dezember 2008. Wessen Wohnzimmer ist das jetzt, in dem wir hier sitzen? Also das ist natürlich das Wohnzimmer von Sabine und Thomas Müller, die auch einen Sohn haben, Alexander Müller. Warum Sabine und Thomas? Weil das die häufigsten deutschen Vornamen sind oder häufigste deutsche Nachname. Und die häufigste deutsche Familie hat 2,2 Kinder. Und da es keine Viertelkinder gibt, haben wir uns Alexander ausgedacht. Das Wozi gibt es übrigens seit kurzem nicht mehr. Dafür ein ganz neues Spielzeug, das hilft, sich in die Menschen hineinzuversetzen. Berechnet anhand der Daten von 19.000 künstlichen Personen, die auf Basis der größten Konsumenten-Media-Studie Deutschlands erhoben wurden. Ein Raum, der exemplarisch für Deutschland steht. Was guckt ein AfD-Wähler? Wie chattet eine Karrierefrau zwischen 30 bis 39 Jahren? Welche News konsumiert ein Mitglied der LGBTQ-Bewegung?
Das sogenannte Bubbleversum weiß die Antwort. Also die Tatsache, dass die Medien für uns immer personalisiert werden, führt dazu, dass wir nur noch einen Teil einer gemeinsamen Realität wirklich zusammenleben. Und die meiste Medienrealität ist dann in diesen Filterbubble zusammen. Die Theorie? Wir leben in unterschiedlichen Communities und jede davon hat ihr eigenes Content-Angebot vom Computeralgorithmus empfohlen. Unsere individuelle Filterblase. Und genau die wird in diesen Raum hineinprojiziert. Wir haben gerade die letzten 24 Stunden der Medienrealität, der Filterbubble, der männlichen 18- bis 29-jährigen Hardcore-Gamer geguckt. Das ist eine Schnecke! Guck mal! Natürlich Interesse an Spielkonsolen, an neuen Devices, an neuen Geräten. Also wir sehen hier Fansachen mit neuem Redesign von der Nintendo. Wir sehen auch Sachen, die sehr typisch sind für die Zielgruppe, nämlich archetypische Filme, die man ansonsten gar nicht angucken würde, die keiner von uns kennt. Für jede Filterbubble gibt es detaillierte Analysen zur Mediennutzung der jeweiligen Zielgruppe. Wir haben diese Filterbubble gebaut. Innerhalb von 2 Jahren mit ganz vielen Fehlern, die wir gemacht haben. Und um sie zu bauen, haben wir zuvor etwas anderes zerstört. Nämlich das durchschnittlichste, das häufigste Wohnzimmer Deutschlands. Was aber wichtig ist heutzutage, ist, die Menschen wirklich in seinem Interesse, in seiner Spezifik, in der Individualität zu begreifen und nicht nur in seinem Durchschnitt. Ende Mai in Hamburg. Die Elbfahrt der Gründer ist vorbei. Doch die Reise in die Vergangenheit geht weiter. Darf ich ein bisschen fahren, Holly? Ja. Oder nicht? Doch, kannst du. Gerne. Setz dich hin. Und hier ist der Schlüssel. Beim Anmachen, weißt du, da muss ich erst ein bisschen Benzin saugen. Ah, okay, ja. Nochmal. Ja, ich fürchte. Warten. Brauchst nicht zu warten. Soll ich durchtreten? Nee, aber mach nochmal. Ja. Probier's mal auf meine Art. Meine Art. Jetzt muss er jetzt ein bisschen warm werden. Vor der Gründung haben wir, um überhaupt zu sehen, weil wir uns nicht so gut kannten, um zu erkennen, ob wir die gleiche Agentur im Kopf haben, haben wir uns zurückgezogen für ein Wochenende. Wir wollten nach Rügen fahren. Wir merkten schon, es war ein Mörderstau und von Lübeck an war das fürchterlich. Einmal gesagt, das wird nichts mit Rügen. Fahren wir halt nach Fehmarn. Biegen wir sozusagen links ab, fahren nach Fehmarn. Dann sind wir nach Fehmarn gefahren, haben dann auch so ein Ferien auf dem Bauernhof Angebot gesehen spontan, haben gefragt, ob da was frei ist, haben da was gekriegt, sind da rein und haben uns da hingesetzt, jeder mit einem karierten DIN A4 Bogen und jeder in seiner Ecke ein paar Stunden Kopfkino gespielt. Wir haben 40 Fragen unabhängig voneinander beantwortet. Und dann haben wir uns getroffen, haben das dann nebeneinander gelegt und angefangen zu diskutieren. Bis hin zur Firmenfarbe. Und dann haben wir dann unser bläuliches Grün draus gemacht. Wow, nicht schlecht. Aber so war es nicht. Also nee, das kann ich schon mal sagen.
Also bei uns war es ärmlicher, es war eine Mansarde, es war oben, es war ein Schrägen. Ja. Wo schlafen wir denn, Mathe? Wollen wir doch gleich mal weitergucken? Ja. Ach so. Einer hat die Kinderstube, einer hat das Ehebett. Okay. Das ist schräg. Bild hängt schief. So. Jetzt ist gut. So, bei mir? Jo. Guck mal, wie damals. Ich habe natürlich dran gedacht. Ein Journalist fragte uns, wann habt ihr festgestellt, dass ihr gute Partner seid? Und dann erzähltest du eine wahre Geschichte. Und die wahre Geschichte war so, dass wir eines Morgens im gemeinsamen Hotelzimmer, was wir immer nahmen, zeitgleich aus unseren Kulturbeuteln du, Arunal und ich Elmex rausgezogen haben. Das ist eine wahre Geschichte. Und da haben wir gemerkt, wir ergänzen uns perfekt. Und so war es. Das ist eine der wahren Geschichten. Nicht alle Geschichten sind wahr, die wir erzählen. Das ist eine wahre Geschichte. Die sind wie ein Ehrenpaar. Also mein Gefühl. Die sich sehr lange kennen und wissen. Und ich brauche nicht bei meinem Bruder fragen, wie es ihm geht. Ich brauche nur ihm zuschauen und dann weiß ich schon. Punkt. Ich glaube, zwischen den beiden ist es irgendwie so wie ein Ehrenpaar, so ähnlich. So kommt mir das vor. Die Partnerschaft führt die Agentur Anfang der 2000er, so scheint es, auf den Höhepunkt der öffentlichen Wahrnehmung. Die Agentur heimst die wichtigsten Preise ein, macht knapp 40 Millionen Jahresumsatz und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter. Holger Jung und Jeremy von Matt sind regelmäßige Gäste in den deutschen Talkshows. Zum Beispiel in der meistgesehenen Late-Night-Show, die Harald-Schmidt-Show. Aus dem Studio 449 in Köln, die Harald-Schmidt-Show. Jean-Rémy von Matt und Holger Jung. Bei uns zu Gast Jean-Rémy von Matt und Holger Jung. Viele sagen sich ja, boah, mein Schwager, der hat lockere Sprüche drauf. Und was ich da immer sehe, das fällt mir auch ein. Wie kann man sich das vorstellen? Wie wird da gearbeitet? Ihr trefft euch morgens um 10, habt alle Gel im Haar, habt eine Hornbrille auf und dann knallen lustige Einfälle? Wer um 10 kommt, braucht am nächsten Tag nicht wiederzukommen. Also so schlimm ist nicht, aber um 10 ist nichts, sondern wir treffen uns um 9. Um 9. Das war echt auch immer so, um 9 ist die Tür zu. Und da kann man jetzt sagen, ach Gott, ja, also, wir sind ja irgendwie nicht mehr in der Schule. Aber das war tatsächlich auch strikt und so, wie, ne, so, wenn man um 9 nicht da war, dann hast du einfach die Montagsrunde verpasst. Und das fühlte sich echt scheiße an. In diesen ganzen Kreativberufen, muss man ehrlich sagen, die von außen immer so lässig und heute kommt nicht morgen und ich gehe einen Rotwein trinken und dann kommt die Idee schon von ganz alleine. Oder kiffend auf dem Klo wird die Idee kommen. Das ist ja völliger Quatsch. Du musst Dinge schaffen, die möglichst noch in der Form gar nicht existiert haben. Und das ist ein extremer Druck. Und ich glaube, dass da wirklich Qualität kommt von Qual, dass die Kontinuität, die Belastungsfähigkeit, die Ausdauer, die Disziplin wahnsinnig hoch sein muss, damit du es überhaupt schaffst. Und mit den Sprüchen, es gibt viele Leute, die gute Sprüche haben, aber es geht halt darum, diese guten Sprüche zu einem ganz bestimmten Termin, zu einem ganz bestimmten Thema zu liefern und am Schluss daraus eine Story zu machen, die in 20 Sekunden abfilmbar ist und so. Das ist nicht, also ich finde es nicht leicht, ich finde es äußerst anstrengend. Wir zeigen mal einen Spot, einen, der, glaube ich, noch gar nicht gesendet wurde. Eins kann man von ihm lernen. Fahr nie selbst, wenn du getrunken hast. Herr Six sieht ihn heute Abend zum ersten Mal. Also das ist das Gefühl für ihn. Ja. Und ich hatte ihn angerufen und gesagt, wir hatten eine tolle Idee für Sie und wollten das zu Harald Schmidt mitbringen. Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, machen Sie doch. Ja. Habe ich gesagt, soll ich Ihnen kurz erzählen, wie die Idee ungefähr ist? Sagt er, ist er gut, der Spot? Habe ich gesagt, ja, ziemlich gut. Habe ich gesagt, nee, dann machen Sie mal. Das gefällt mir. Er interessiert sich gar nicht für das Detail. Er fragt, ist die Idee gut, genau. Ist das Wort gut? Fantastisch. Herr Sixt, also Erich Sixt, war übrigens der erste Kunde der neu gegründeten Agentur. Das Verhältnis ist bis heute irgendwie besonders. An das erste Treffen erinnert sich Erich Sixt gut. Wir hatten eine ganze Reihe von kleineren Münchner Agenturen, die interessiert waren. Und ja, in einer dieser Agenturen präsentierte Jean-Rémy von Matt. Und ich muss Ihnen sagen, das hat mich damals so beeindruckt, die Präsentation. Die Form, wie es produziert wurde, die Art, wie es produziert wurde und der Mensch, Jean-Rémy, der hat mich fasziniert. Sixt hatte ich ja schon zu Springer & Kobi mitgebracht. Also das hatte ich in München betreut, habe es zu Springer & Kobi mitgebracht und die sind dann auch wieder zu uns gefolgt. Nach einem halben Jahr waren sie weg. Glücklicherweise sind wir dran geblieben und nach einem weiteren Jahr hatten wir den Etat wieder. Und bis heute. Mir war von Beginn an eines klar: der Etat ist begrenzt. Und wenn ich nur einen begrenzten Etat habe, dann muss ich mit extremster Aggressivität und mit einem ungewöhnlichen Angebot kommen. Das müssen ganz, ganz prägnante Sätze sein. Die Aufmerksamkeitsspanne ist ja Bruchteil einer Sekunde. Und in dieser Bruchteil einer Sekunde muss ich die Aufmerksamkeit gewinnen. Und das kriege ich nur mit einem ganz, ganz knappen Test. Und glaube ich schon, dass das im gewissen Sinne stilprägend war. Eigentlich ziemlich simpel. Aber die meisten Wahrheiten sind simpel. Vielen Dank für euren Besuch. Weiterhin viel. Gib mir noch die Hand zum Schluss. Ja. Weiterhin viel Erfolg. Nachgefragt bei der Konkurrenz. Kim Notz leitet die Werbeagentur KNSK und steht damit im direkten Wettbewerb zu Jung von Matt. Und das ist Dominik Chaya. Er leitet die Berliner Agentur Dojo. Wie bewerten Sie die Arbeit der Agentur? Oh, es gibt ganz viele Kampagnen, die einem natürlich einfallen in dem Jung von Matt Kosmos. Like a Bosch. I start my days. Like a Bosch. Sun rays. I tap the phone. Coffee's on. Und dann gibt es The Small Escape, BMW Isetta. Das fand ich extrem gelungen. Add Power to Your Life, Vodafone. Und wenn wir jetzt ein bisschen in die jüngere Zeit zurückschauen, dann gibt es da beispielsweise von Edeka Heimkommen. Papa. So das ganze neue Zeug, so was weiß ich, irgendwelche Opas, die traurig im Supermarkt stehen, das hat mich eigentlich nicht mehr so abgeholt. Also wenn es so emotional aufgeladen wird und irgendwelche Tränendrüsen aktiviert werden sollen, das weiß ich nicht. Steht auch Jungformat nicht so sehr, finde ich. Truth is my home, means nothing without you. Für mich ist Jungformat kein Adjektiv. Das ist kein Prädikat. Das ist nichts, was ich heutzutage irgendwo draußen sehe und weiß, ah, das ist ganz sicher von denen. Das ist auch sicherlich ein Unterschied, den es zu damals gegeben hat. Ja, in den, weiß nicht, 20 Jahren, die es jetzt die Agentur gibt. Super geil. Super Optik. Super chillig. Super lazy. Super geil. Und trotzdem adelt es Agenturen, wenn man sich gemeinsam im Pitch mit Jung von Matt befindet. Es ist besonderer Ansporn, das kann ich absolut unterstreichen. Und es sind eben ganz besondere Momente, wenn man es auch mal schafft, sich gegen Jung von Matt durchzusetzen. Ich habe Jung von Matt immer dafür bewundert, wie kreativ sie an die Aufgaben rangegangen sind, mit welchem Punch sie die Kampagnen gelauncht haben, mit welchem Selbstbewusstsein sie auch die Kampagnen konzipiert haben, welch kreatives Talent da in einer einzigen Agentur hockt. Und das tut es natürlich, weil die Gründer
und weil die Chefkreativen diesen Mut haben. Du musst ja Leute bei ihren Interessen packen. Du erzählst ihnen eine Geschichte, mit welchen Mitteln auch immer, wo auch immer, in welchen Rahmenbedingungen auch immer, und sie müssen dir zuhören wollen. Das kannst du aber nur, wenn du ihnen was bietest, was ihnen Spaß bereitet oder was sie provoziert oder verblüfft oder was auch immer dramaturgische Wege es sind, um ihr Interesse zu wecken. Also um es mit einem Beispiel zu machen, es gab bei diesem berühmten Mercedes-Spot mit dem Tod. Also Mann fährt irgendwie munter auf einer Bundesstraße durch den Wald. Plötzlich räuspert sich einer neben ihm und er guckt so und dann sieht er da den Tod sitzen. Und er lacht nur so kurz rüber und sagt, sorry. Der Mann guckt wieder auf die Straße und er sieht einen Baumstamm gerade so vor ihm her latschen. Er latscht in die Bremse und dank des wunderbaren Bremsassistenten schafft er es, vor dem Baumstamm zum Stehen zu kommen. Und er guckt so nach rechts und sagt zu dem Tod, sorry. Und diese spannende Geschichte geht ja direkt auf einen Produktvorteil, nämlich diesen Bremsassistenten. Und wer auch immer den Spot weitererzählt, kommt nicht umhin, diesen Vorteil der Marke zu haben. Und das ist das Momentum, von dem wir immer sprechen. Das geht natürlich bei Bewegtbildern, es ist immer so schön, am Plot zu erklären. Wenn du eine Anzeige, wenn du ein Plakat, wenn du im Social Media auf irgendwas stößt, funktioniert das auch auf die gleiche Art und Weise. Irgendwann sagst du dir, wow, so, und das will ich mir noch mal angucken. Ich war auf jeden Fall auch ein Fan der witzigsten Werbespots der Welt. Ja, sowas lief ja damals noch im kommerziellen Fernsehen. Damals hat man sich eben noch für die Arbeit interessiert. Und ich glaube, da war Jung von Matt auch schon ein sehr wichtiges Element, auch gerade in der deutschen Popkultur, weil man verstanden hat, dass Werbung Entertainment sein muss. Heute funktionieren die Sachen schneller und das merkt man auch der Entertainment-Kultur an. Und man als Werber aufpassen muss, dass man da nicht in der falschen Zeit hängen bleibt und am Ende eben den Zug verpasst. Berlin, Ende September. Thorn und seine Crew sind auf dem Weg zu einem entscheidenden Termin. Neben klassischer Werbung macht Jung van Matt heute nämlich ziemlich viel, um den Zug nicht zu verpassen. Zum Beispiel ein E-Sports-Team gründen. Achso, du bist gar nicht. Nein. Ich will nochmal von die Gruppierung. Instinct 3 Jung van Matt. Gründen zusammen, Joint Venture, Eintracht Spandau, krassestes E-Sport-Team, Orga aller Zeiten, zumindest in Deutschland. Super krasse Marke, wird fliegen ohne Ende. Wahrscheinlich wichtigster Protagonist in der ganzen Story ist Hand of Blood, als quasi der zukünftige Uli Hoeneß unseres E-Sports St. Paulis. Uli, achso. Max wird ja auch so eine gewisse Rolle einnehmen. Es wird so, wir scherzen immer so eine Mischung aus Rudi Assauer und Uli Hoeneß, ja, der E-Sports-Industrie ist ein bisschen cholerisch, ein bisschen zu doll rein involviert, ja, aber immer mit dem Herzen bei der Sache. Y'all ready? Also genau, hier sind halt so ein paar Büroplätze erstmal. Und hier drüben, das ist vielleicht ganz spannend, Requisiten. So ein Ding bei mir auf dem Kanal ist immer, magst du einmal halten, dass ich mich immer verkleide, egal was ich spiele. So, und dann haben wir World of Tanks gespielt. Und ja gut, da kann man sich irgendwie jetzt eine Uniform anziehen, aber es wäre doch viel lustiger, wenn man so ein Tigerpanzerkostüm hat, ne? Ich sag mal so, auf meinem Hauptkanal, dem Hand of Blood-Kanal, sind das halt so durchschnittlich 500.000 bis 1,5 Millionen, die so die YouTube-Videos anklicken. Und habe da knapp 2,3 Millionen Abonnenten. Ja, hier sieht man den ganz gut, ne? E-Sports. Da ist Deutschland tatsächlich weltweit gesehen ein ziemliches Schlusslicht. Also auch auf Europa bezogen. Jetzt gar nicht mal im Vergleich zu Südkorea oder so, wo natürlich E-Sports zu den Prime-Zeiten im Fernsehen läuft. Da ist Bedarf. Also die Sponsoren, die warten quasi auf coole Fits und die wollen in den E-Sport rein. Und jetzt bieten wir uns halt an. Wir sind am Wappen. Ne? Es geht einmal um das Spandau-Wappen auf jeden Fall.
Was wirklich Spandau ist, ist die Zitadelle, der Juliusturm. Hier ist einfach die ganze Zeit die OP gewesen, dass sich Eintracht, Spandau, das E und das S, irgendeine Wappenform, das immer so aussieht, dass das auch auf dem Wimpel irgendwo, ne, irgendwo in der Vereinskneipe hängen kann. Wir gehen in die erste deutsche League of Legends Liga, die heißt die Prime League. Wird auch hier aus TV-Studios hier in Berlin produziert. Ja. Aber da fehlt irgendwie noch dieses, was wir mit der Brand dann noch sagen wollen, dieses Laute. Und ne, also wenn da irgendwelche Finals sind, ja, offline, mit Bühne und so, ja. Wenn da unsere Zuschauer und Zuschauerinnen sind, dann brauchen die eigentlich Zäune, wo dann aber unsere Leute auch draufklettern mit Megafon. Das muss diese Energie sein von unseren Leuten. Ne? Ja, die alle die so mit Schal und so. Ich glaube, wir sind wirklich an dem absolut geilsten Shit dieser Industrie dran. Ich glaube, das wird absolut knallen, wenn wir im November damit live gehen. Wir verbinden E-Sports, wir verbinden Gaming, verbinden Influencer, wir verbinden auch das ganze Thema D2C, Drop, Merchandise, ne, und Produkte. Und eben aber auch neue Erlösströme. Ob das funktionieren wird, keine Ahnung. Kann vielleicht der Flop des Jahrtausends werden. Ich sage ernsthaft, ehrlich, das wird der beste Scheiß, den ich je gemacht habe. Aber jetzt mal wirklich auf vorlaufender Kammer. Ne? Warum hast du uns ausgewählt dafür eigentlich? Oder warum hast du uns angerufen? Ich glaube, in dem, was so Markenzeug angeht, und damit meine ich nicht Sponsoring, sondern wenn es darum geht, zum Bewusstsein dafür zu bekommen, wo steht eine Marke, was sollte sie eigentlich sein, in welche Richtung kommuniziert sie, was sind Zielgruppen, was sollten Zielgruppen sein, wie, und so weiter, das seid ihr halt die krassesten. War schön, oder? Ich hoffe, ihr habt das gefilmt. Seit der Gründung der Agentur hat sich der Werbemarkt radikal verändert. Statt weniger Kanäle, die mit fetten Spots bespielt werden, müssen jetzt viele verschiedene Kanäle mit unterschiedlichen Inhalten bestückt werden. Die Herausforderung an die Kreativen ist deutlich gewachsen. Die 90er Jahre, die Nullerjahre waren sicher noch geprägt durch die großen Massenmedien, insbesondere Fernsehwerbung und Printwerbung. Und diesem Werbeträger gemäß hat man große Botschaften an eben ein Massenpublikum vermitteln wollen. Das ändert sich. Das hat sich geändert. Das ändert sich seit mindestens 10 Jahren. Die Märkte sind stärker fragmentiert. Die Zielgruppen werden besser verstanden. Sie können im Internet natürlich auch ganz anders angesprochen werden. Aber wie wird eine klassische Werbeagentur diesen gewachsenen Ansprüchen gerecht? Das erfahren wir Anfang Dezember bei einem Spaziergang durchs Hamburger Schanzenviertel mit Agenturchef Peter Figge. Seit er die Agentur leitet, haben sich die Anzahl der Mitarbeiter und der Jahresumsatz mehr als verdoppelt. Inwieweit meinst du denn, bist du ein anderer Typ als die beiden, also, oder als jeder von den beiden vielleicht? Also ich stamme erstmal aus einer anderen Zeit, ich bin ja eine andere Generation, ich bin 15 Jahre jünger, ich bin viel digitaler, ich bin in mehreren Ländern aufgewachsen, studiert, gearbeitet. Und Holly und Jeremy waren schon auch im positiven Sinne halt richtig so Hamburger Werbegeschichte in einer Zeit, als es im Wesentlichen um TV ging. Also insofern ist erstmal eine ganz andere Generation. Und typmäßig, ich kann und mag auch mit viel Komplexität umgehen. Das musst du heute auch. Also wenn du heute irgendwas Gutes bauen willst, weißt du ja selber. Es gibt so viele neue Möglichkeiten, irgendwie Podcasts, digitale Plattformen, Technologie. Und es wäre ja schlimm, wenn wir also, wenn wir komplett gleich wären, wenn wir uns wieder repliziert hätten, wenn ich wieder so wäre wie einer von den Gründern. Das wäre ja für das Unternehmen eine Katastrophe gewesen. Also du hast auch noch ganz schön viel sozusagen Druck in dir oder Ehrgeiz. Weil was mir so auffällt, wenn wir sprechen, dann bist du irgendwie nach Korea, nach China, jetzt fliegst du irgendwie nächste Woche nach USA, LA und so. Was ist da so der Plan und wo kommt der ganze Druck her? Wir arbeiten halt für ganz viele Marken, die global tätig sind. Und für die willst du auch globale Kommunikation herstellen. Und dann brauchst du mehr als nur eine europäische Perspektive. Also was für mich ganz wichtig ist, ist jetzt auch gerade Korea als neuen Standort. Aus Seoul kommt so wahnsinnig viel an popkulturellen Einflüssen, ne? Was wirklich ganze Generationen jetzt einfach anschauen, haben wollen.
Und das als Input zu haben, finde ich extrem wichtig. So, und jetzt gehen wir hier ins Stadion. Genau. In die berühmte Jung von Matt Loge. Die St. Pauli-Kapelle. Ein Gotteshaus steht jedem offen. Ja. So soll es sein. Es soll ein offenes Haus sein. Komm herein. Das ist sie, unsere Kapelle. Und als erstes werden jetzt Kerzen angezündet. Auf jeden Fall habt ihr mal hier richtig euch ausgetobt. Ich bin ja am Ende nicht wirklich ein Fußballfan oder Experte, aber ich liebe diesen Ort, muss man sagen. Kommst du ab und zu mal her? Ja, mit Kunden, mit Freunden. Also Inszenierung ist ja wichtig. Ich meine, wir sollen Marken inszenieren. Wir haben uns selber immer als Marke begriffen. Und auch unsere Marke muss inszeniert werden. Und das tut sie unter anderem über Räume. Du hast ja das Bubbleversum jetzt irgendwie gesehen, als Nachfolge vom Wohnzimmer, ganz wichtig. Auch da, es muss sich immer was Neues tun, da werden wir auch immer alle unruhig. Aber gleichzeitig muss es auch so Räume geben, die ein Stück weit was Ewigliches haben. Und die Kapelle, im wahrsten Sinne des Wortes, die, ja, die gehört, glaube ich, dazu. Hier haben sogar schon Menschen geheiratet. Und wenn du jetzt so hörst, Jung von Matt ist nicht mehr das Gleiche wie früher und ohne die Gründer und so, bist du dann sauer? Ist das irgendwie, ärgert dich das? Bist du irgendwie enttäuscht? Du tust jetzt ja auch nicht so aktiv was dagegen, so in dem Sinne. Man hat das nicht das Gefühl, dass sich das jetzt so richtig nah nicht rankommt. Ich habe ein Bonmot, das heißt, es muss sich alles ändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Und das trifft auf St. Pauli zu, das trifft auf Jung von Matt zu, das trifft auf die OMR zu, das trifft auf jede starke Marke zu. Du kannst nicht du selbst bleiben, wenn du nicht immer wieder was neu machst, neu optimiert. Wenn wir jetzt nicht zum Beispiel Eintracht Spandau erfunden hätten, wenn wir nicht beteiligt wären an einem E-Sports-Verein selber, an einer eigenen Mannschaft, wenn wir nicht mit solchen Themen kämen, dann wären wir nicht mehr Jung von Matt. Es ist das eine, mal in einem Jahr kreativ abzuliefern. Es ist etwas völlig anderes über 30 Jahre hinweg und in immer neuen Formen, neuen Disziplinen, neuen Kanälen Höchstleistung zu produzieren. Deswegen, glaube ich, sind wir zu Recht im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus eine der stärksten Kreativmarken überhaupt. Und auch hier in der Größe eine unabhängige Agentur zu sein, die aus Europa kommt, aber inzwischen global tätig ist, ist schon eine echte Ausnahme. Mach mal Beat! Beispiel für eine außergewöhnliche Kreativleistung gefällig? Die Berliner Verkehrsbetriebe, BVG. Für die auf den ersten Blick irgendwie langweilige öffentliche Bahn setzt Jung von Matt seit 2015 ziemlich mutige Kampagnen um. Zum Beispiel ein Musikvideo mit über 20 Millionen Klicks. Oder eine Petition, die die Verkehrsbetriebe kurzerhand zum Weltkulturerbe erklärt. Und vielleicht heißt es dann bald Taj Mahal, Machu Picchu, BVG. Seid ihr komplett bescheuert? Ja, vielleicht. Jetzt ist ein neues Objekt der Begierde auf dem Markt. Das gab es so auch noch nicht. Insgesamt nur. Besonders gelungen war die Idee, einen Sneaker zu vermarkten, der gleichzeitig ein BVG-Jahresticket ist. We expected hype, but not this. In Kreuzberg stehen Fans seit Tagen für die neuesten limitierten Träger. Einige kampieren bei Minusgraden und Regen seit Tagen vor den Thousands of people showed up to both stores. And although there were just 500 pairs, they were more than double on the waiting list. After stores opened, the shoe sold out in only 3 hours. Die Kraft von PR, die Kraft von neuen Medien, die Kraft von verschiedensten Kanälen, das ist einfach toll. Also ehrlich gesagt waren wir alle sehr froh als Kreative oder sind es täglich, dass es ist so, stell dir vor, du hattest früher mal so ein Klavier, das hatte so eine Oktave und dann hast du vielleicht dann zwei dazu und jetzt ist das halt unglaublich breit, das Feld. Man kann sich ausprobieren, man kann Dinge tun, man kann alles in Frage stellen, man hat völlig neue Formatmöglichkeiten. Und das ist für uns Kreative mega. Eine andere Kampagne, die weltweite Beachtung gefunden hat, ist übrigens Like a Bosch. Zentrales Element war die Musik darin. Erdacht und produziert von der eigenen Jung von Matt Musikagentur. Jung von Matt hat echt sehr, sehr früh erkannt, dass
dass Musik eben so eine wichtige kreative Disziplin ist und auch eigenständig dastehen kann. Wir können einfach hier am Rechner die Dinge direkt machen. Wir haben eine Aufnahmekabine hier. Und ja, wir sind damit tatsächlich eigenständig. Also es gibt, soweit ich weiß, zumindest in Deutschland noch nicht in dieser Form. Wir wollen ja mit Kampagnen Menschen erreichen über Geschichten, über Storytelling. Und jeder Song erzählt eine Geschichte. Es gibt wenige Kunstformen, die es schaffen, in so kurzer Zeit Geschichten zu erzählen. Auf so eine besondere Art und Weise, auf so vielen Ebenen. IoT, 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 IoT. Über 3 Jahrzehnte hat die Agentur auch aufgrund solcher Arbeiten unzählige Werbepreise gewonnen. Alleine 185 Mal den bekanntesten Preis der Branche, den Löwen von Cannes. Und was macht Jung von Matt damit? Das erfahren wir bei einem spontanen Besuch bei Hausmeister Carlos im Keller. Ein paar Cannes-Löwen. Was sind die Preise? Das sind ja nicht so viele. Hier. 30 Jahre Agenturarbeit, hier in einem Kasten ist alles drin. Das ist nur eins. Guckt es euch an hier. So sieht's aus in einer Werbeagentur im Keller. Hier, danke für 9 Jahre Werbung der Goldklasse. Da gibt's so ein Huhn. Das goldene Huhn steht übrigens auch für die größte Niederlage der Agentur. Mercedes ist seit Mitte der 2000er Jahre der prestigeträchtigste Kunde der Branche. Fast ein Jahrzehnt beackert Jung von Matt die Marke. Aber 2015 geht Mercedes überraschend zur Konkurrenz. Das war ein Riesenetat, da haben wir sehr viel gemacht. Und da ging es um über 200 Arbeitsplätze. Und natürlich war das, als wir da hörten, Mensch, wir sind da draußen, das war im ersten Moment ein Blick in den Abgrund. Da dachte ich, huh, scheiße. Da hab ich sicher mal eine Woche nicht geschlafen. Eine Woche nicht geschlafen, das ist so krasser. Ja. Zunächst mal ist das ganz sicher die größte unternehmerische Herausforderung, die ich erlebt habe und wahrscheinlich auch in meinem beruflichen Leben erleben werde. Denn dort sind uns so große Teile unseres Umsatzes und Gewinn weggebrochen, das hätte existenzgefährdend werden können. Gleichzeitig ist es die beste Erfahrung gewesen, zu erleben, was das heißt, wenn man dann durch so einen Sturm segelt. Und am Ende wussten alle Beteiligten, die Mannschaft wusste, dass man sich auf mich verlassen kann, dass man mit mir durch heftige See segeln kann. Unter der Führung von Peter Figgel kriegt Jung von Matt die Kurve und schafft es innerhalb kurzer Zeit, BMW als neuen Kunden für sich zu gewinnen. Wir mussten aus eigener Kraft wieder aufstehen und das ist uns gelungen. Und danach waren wir jünger, digitaler und internationaler und irgendwie auch ein bisschen hübscher vielleicht. Das legt auch keine goldenen Eier, es ist nur Gold. Das sind die Momente, für die man dieses OMR macht. Dass man hier so im Keller von anderen Leuten rumwursteln darf und gucken kann, wo sind die Preise. Ich guck mal gerade hier so einen raus. Was hier so? Achtung! Guck mal, ich habe hier so einen goldenen Löwen. Nicht gewonnen, sondern gefunden. Independent Agency of the Year. Und da steht der Mann, der ihn eigentlich gewonnen hat. Zumindest mit seinen Kollegen zusammen. Genau. Wenn es echtes Gold wäre, ist ja schon fast die Frage, ob man das nicht mal irgendwann mal einschmelzt oder sowas. Ja. Wir können ihn in Zahlung geben. Ja, genau. Alles versteckt. Ja. Damit keiner zu selbstsicher wird. Immer hungrig bleiben. Ja. Selbstkritik ist in unserer Branche etwas Seltenes. Also, weil ein Werber, ein selbstkritischer Werber, also ich behaupte, wir haben den erfunden sozusagen, weil das gab's vorher gar nicht, weil Werber waren immer irgendwie vom Typ her Überflieger. Also immer Leute am Rande der Selbstüberschätzung und so. Aber das ist schon eine Gefahr. Also das habe ich auch bei mir persönlich gemerkt. Und manchmal dachte ich, ich kann alles, aber geht natürlich nicht. Er hat mich auch mal gefragt, ob wir einen 15-minütigen Vortrag halten könnten bei Jung von Matt darüber, was wir scheiße finden an Jung von Matt. Ich habe ihm gesagt, ja, das könnten wir schon machen, aber 15 Minuten werden nicht reichen. Und daraufhin hat er mich angeguckt und hat gesagt, ey, ich will genau das von euch hören. Ich will genau diese Ehrlichkeit haben. Manche Kritikpunkte begleiten die Agentur übrigens seit der Gründung. Man lasse arbeiten bis zum Umfallen, zahle schlecht und halte sich für besser als andere Werber. Stimmt das? Ich fuhr mal mit einem Taxifahrer, der hat gesagt, aber Sie bewerben sich doch nicht gerade bei Jung von Matt. Ich sag, wieso das denn nicht? Naja, ich habe jetzt schon 4-mal Leute von dort aus dem Karolinenviertel nachts um 1 nach Hause gefahren und die haben geweint.
dieses so bis 3 Uhr nachts arbeiten, ja, Herrgott, das irgendwie gehörte dazu, im Sinne von irgendwie noch mal verbessern, ne, getreu dem Motto, wir bleiben unzufrieden, noch mal irgendwie um 20 Uhr auf die Ergebnisse zu gucken und zu sagen, es funzt noch nicht, ja, es ist noch nicht richtig, richtig gut. Eine katastrophal chaotische, beliebige Agentur ohne Identität. Gruppenzwang, Überstunden, Stornierungen bei Urlaubstagen, wochenlang am Stück an Pitches arbeiten, inklusive Übernachtung im Büro, Punkt, Punkt, Punkt. Werbedinosaurier, der nicht inklusiv ist, stecken geblieben in Prozessen von 1998 mit schlechter, egoistischer Führung. Such dir eine andere Firma. Deine Arbeit wird bei Jungformat nicht geschätzt. Schlecht bezahlt, wenn es dir zu wenig ist, kannst du ja gehen. Also bei derjenigen oder demjenigen kann ich mich dann nur entschuldigen, wenn das nicht gut gelaufen ist. Und dann hat sie oder er auch die richtige Konsequenz gezogen. Wären wir generell ständig so, wird es uns nicht mehr geben. Wir leben von nichts anderem als von ganz besonderen Menschen, die in einem guten Klima zusammenarbeiten müssen. Immerhin, die aktuellen Mitarbeiter nehmen es mit Humor. Mein Name ist Jeremy von Matt. Das ist Undercover Boss und ich gehe jetzt zu meinen Mitarbeitern. Yo, Dennis, ich habe gehört, du hast wieder Überstunden gemacht und verdienst trotzdem nichts. Quasi jeden Tag, ja. Hey, George, stimmt's, dass ihr eigentlich nur arrogante Arschlöcher arbeiten? Ja, das stimmt. Stimmt's eigentlich, dass ihr im Art Buying gescheiterte Künstler seid? Autsch. Na, Tobi, kommst vom Koksen, ne? Nichts Koksen, ey, ich bin nur, Dings Traubenzucker und so. Ja, die Rare, jetzt mal ehrlich, ne, so unter uns. Mhm. Das ist schon kacke, oder? Du bist kacke. Ich find's sehr gut. Also das Agenturgeschäft ist verschrien als große Saftpresse, wo mit viel Druck und Reibung süßes Zeug nachher rauskommt. Aber was mit dem Resten passiert, nicht jedem so wirklich ein Bedürfnis ist, darüber nachzudenken. Also unter Studierenden gilt es nicht als der Traumarbeitgeber, wenn man eine Work-Life-Balance sucht. Aber viele spüren trotzdem den Kitzel und möchten sich gerade so einer Umgebung mal aussetzen, weil sie gerade in der Ausbildung natürlich viel davon profitieren können, wenn man da in hoher Taktung schnell Ideen produzieren muss. Das ist so ein bisschen auch ein Kritikpunkt bei Jungformat, dieses wir bleiben unzufrieden impliziert auch, es wird nicht gelobt, sondern das war selbstverständlich, dass man irgendwie einen guten Job macht. Weil so funktionieren Holger und Jeremy auch. So arbeiten sie, das ist deren Arbeitsethos und den hat man komplett verinnerlicht. Wir leben davon, dass wir immer in den Momenten, wo es wirklich zählt, auf den Punkt vorbereitet sind und Hochleistung bringen. Denn nur so geht Exzellenz im Sport oder eben auch in unserem Business. Was wir definitiv noch nicht genug haben, wir haben noch nicht genug Frauen in Führungspositionen, das liegt durchaus auch an uns. Da arbeiten wir hart dran. Insofern, Frauen, bewerbt euch und Frauen, kommt zu uns, denn nur so können wir das gemeinsam ändern. Vieles von den schlechten Bewertungen hat mit der Agentur selbst zu tun. Auch mit den Gründern. Eine der Sekretärinnen von Jeremy von Matt hat mal über die Arbeit mit ihm gesagt, sie komme sich vor wie eine alleinerziehende Mutter mit 6 Kindern. Du machst ihr untypisch viel Ärger, klang so durch. Kannst du das nachvollziehen? Nein, ich kann das nicht so nachvollziehen, weil ich habe ganz simple Bedürfnisse. Die kann ich alle auf einen Bierdeckel schreiben. Und wenn die erfüllt sind, ist doch alles gut. Aber die Wirklichkeit scheint dann doch etwas komplizierter zu sein. Ich habe ihn kennengelernt als ewigen Denker. Ja? Also die Murmel rollt die ganze Zeit in seinem Kopf. Und man merkt, sobald er die eine Idee abgeschlossen hat oder abschließen musste, ist er auch schon wieder auf dem Weg zur nächsten Idee. Und hinter allem verbirgt sich auch eine Idee. Anfang August in Berlin. Wir wollen herausfinden, wer ist der Mensch Jeremy von Matt? Das Annalena Baerbock-Buch. Warum habe ich das gekauft? Weil das Buch beginnt mit unserem Haus. Geht man von der turbulenten Kreuzung ein paar Schritte die Brunnenstraße Richtung Weinbergpark, kommt rechts die Nummer 10. Ein trister Eingang zu einem typischen Berliner Hinterhof. Darüber prangt in riesigen Buchstaben zwischen den Altbaufenstern über die gesamte Fassade verteilt der Satz: Dieses Haus stand früher in einem anderen Land.
und etwas höher. Aber dafür muss man auf die andere Straßenseite wechseln, um es wirklich lesen zu können. Menschlicher Wille kann alles versetzen. In unserer jetzigen Wohnung in Potsdam hängt ein Foto dieser Hausfassade. Also, vielen Dank, Annalena. Finde ich cool. Habe ich zwar nichts von. Unter Werbern ist seine Wohnung legendär. Auch Angela Merkel war bereits zu Gast zum Dinner. Wie bei den Werbekampagnen ist hier kein Detail dem Zufall überlassen. Ich wollte unbedingt einen Flügel in der Wohnung haben, weil ich Flügel wahnsinnig schön finde. Und als ich das meiner Frau vorgeschlagen habe, hat sie gesagt, Flügel kaufen und nicht spielen können, das passt nicht zu uns. Und dann habe ich ihr vorgeschlagen, wäre es okay, wenn ich ein Stück perfekt spielen kann, fehlerfrei. Und dann sagte sie, ja, wenn du ein schönes Stück richtig kannst, dann können wir einen Flügel kaufen. Einigermaßen. Meine Frau gibt immer Noten. Nach jedem Mal, wenn ich spiele, gibt sie eine Note. Das wäre jetzt eine 3+ geworden, schätze ich mal. Ideen sind gut, wenn die Leute reden. Und noch besser, wenn ihnen die Sprache wegbleibt. Das war immer so ein bisschen mein Motto, was Ideen angeht. Und dem folge ich. Also ich nervte den Architekten immer mit, ich will das spektakulärste Dach der Welt. Und er machte immer wieder Vorschläge. Und es sah immer aus wie so ein Messestand. Es hat mir nie gefallen, vor allem, es hatte nie eine Geschichte. Und für mich müssen Dinge immer irgendeine Geschichte haben. Und ich hatte dann irgendwann mal die Idee, Mensch, lass uns irgendwas Organisches machen und fand dann weibliche Brust perfekt. Man macht sowas nicht, um anonym zu bleiben, das ist ja klar. Also man macht sowas nicht für sich selber und zeigt es niemandem, sondern natürlich ist da eine Lust an der Provokation, eine Lust an der Idee. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn ich selber immer oft unseren Kunden vorgeworfen habe, dass sie keinen Mut haben für eine spektakuläre Idee, dann kann ich jetzt nicht selber verkniffen sein, sondern ja, ich mache es jetzt einfach und dann mal gucken, was draus wird. Das sind so Dinge. Ich finde das immer wieder erstaunlich und genial und es ist wirklich auch ein Beweis für seine unglaubliche Kreativität. Ich finde fast noch beeindruckender, er hat, als er das Haus gekauft hat in Berlin, hat seine Frau gesagt, das ist das hässlichste Haus in der gesamten Straße. Und er hat gesagt, ich verspreche dir, es wird das meist fotografierte. Und da sieht man, was Worte und Text ausmachen können. Eine der schwierigsten Aufgaben der Gegenwart ist es, Nachwuchs zu finden, der in diese kreativen Fußstapfen treten kann. Jung von Matt hat deshalb eine eigene Kaderschmiede gegründet, die Jung von Matt Academy. Was bewegt einen jungen Menschen, sich hier zu bewerben? Ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht und dann wusste ich erstmal nicht, was ich machen soll. Und ich wusste halt immer schon, dass ich in Richtung Kreatives gehen möchte. Ich habe vorher Linguistik studiert, bin dann als Musikredakteur beim Radio gewesen und hatte aber irgendwann Bock, mehr kreativen Kram zu machen. Das hat irgendwas in mir geweckt, was ich sehr lange nicht mehr hatte. Also kreative Arbeit macht mir einfach so viel Spaß und ich hatte das vergessen einfach. Also ich hoffe einfach, dass das wirklich was ist, was ich mir nicht für den Rest meines Lebens, das muss ja nicht sein, aber lange Zeit vorstellen kann, weil das habe ich bisher noch nicht gefunden. Wir haben die Academy vor 7 Jahren gegründet, weil wir festgestellt haben, dass die Art der Ausbildung, wie wir für Kreative heute sie brauchen, die gibt es nicht im Markt. Es sind querbeet
Talente, wo wir nur auf deren kreativen Output achten, wie die denken, ob sie andere Perspektiven einnehmen. Wir rekrutieren die, das sind Leute direkt weg vom Abitur bis hin zu Menschen, die schon fertig abgeschlossenes Studium haben, vielleicht auch sogar schon mal in einer Agentur gearbeitet haben oder aber auch völlige Quereinsteiger. Also ihr Lieben, wir machen jetzt Generalprobe. Bitte hört mal zu. Hört mal zu. Wir fangen mit Team 1 an. Danach machen wir I Wish und I Like, aber maximal nur 3 Minuten. So, hallo, herzlich willkommen. Wir haben euch heute 6 Ideen mitgebracht. Das sind einmal 2 TV- oder Filmideen, die wir euch gleich am Anfang vorstellen. Diese Gruppe, da legen wir ganz, ganz großen Wert drauf. Die wird ganz eng zusammengeschweißt. Diese Academy-Phasen, die machen unglaublich viel Spaß. Das ist eine ganz, ganz besondere Zeit im Leben. Im Grunde fühlt es sich an wie erstmal 3 Monate Schulanteil am Stück, weil man ist Tag und Nacht zusammen, die feiern total viel zusammen, die treffen sich hier in der Academy. Es ist für sie auch ganz klar, Leute, fühlt euch hier zu Hause. Die kommen samstagabends rein zum Filme gucken, die treffen sich hier sonntagmorgens zum Frühstück, die kochen hier über Mittag gemeinsam. Also da ist unheimlich viel Gemeinschaft und Gemeinschaftsgeist, der da eben auch entsteht. Es macht einfach Spaß. Seit Tag 1 habe ich schon so eine krasse Lernkurve gehabt. Ich merke einfach, wie wir untereinander schon so viel Vertrauen zueinander aufgebaut haben und auch die zwischenmenschliche Art und Weise, die wir miteinander haben, einfach so intensiv ist. Und wir halt auch sehr krass aufeinander aufpassen. Und das ist halt so ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Ich glaube, das hat man nicht oft. Also, das kennt man auch im Alltag gar nicht so krass. Ja, wir sind auf alle Fälle alle ziemlich K.O., ehrlich gesagt. Wir haben die letzten 2 Tage richtig krass durchgehasselt. Keine Ahnung, die erste Nacht ging hier bei allen fast bis um 2 Uhr nachts. Gestern sind alle um 0 abgehauen. Und für mein Gefühl, dafür, dass wir zum ersten Mal sowas machen, sind wir einigermaßen gut unterwegs gewesen. Also alle bisher, ja. Man ist hier bis 2 Uhr nachts und dann ist man aber auch um 8 Uhr wieder hier und lebt irgendwie von Koffein und Yum-Yum-Nudeln. Aber es macht Spaß, wenn man halt so wirklich dafür brennt und man irgendwie auch direkt eine... Das ist so, die Antworten, die man auf seine Arbeit kriegt, die sind hier super direkt. Also man sagt was und dann kommt direkt jemand und sagt, ey, das ist geil oder ey, das ist richtig scheiße. Mir gefällt total die Übersicht, mir gefällt total gut, dass ihr einen Satz am Schluss habt. Es war auch die perfekte Länge. Ich finde, ihr habt ein bisschen ohne Leidenschaft erzählt. Also gerade du am Schluss, ein bisschen lauter, mehr Lächeln und da muss mehr Enthusiasmus rein. Ich würde euch erstmal sagen, hey, Hammer, ich bin total geflasht. Ich bin hier einen Tag vorher ausgestiegen, ne, nach euren allerersten Ideen und was ihr jetzt habt, ist ein Knaller. Für diese jungen Leute, die da reinkommen, ist das Ausprobieren und gucken, leck ich irgendwo Blut und wo leck ich wirklich Blut, auf welchem Gebiet, was macht mir richtig Spaß, wo gehe ich tief rein. Und für manche ist es aber auch die Erkenntnis, das ist es nicht, ich möchte was anderes machen. Militärischer Drill haben wir definitiv überhaupt gar nicht. Aber was wir natürlich versuchen, ist, gemeinsam zu motivieren, zusammenzustehen als Team, gemeinsam Dinge durchzustehen. Und ja, es sind eigentlich eher Teambuilding-Maßnahmen als Drill. Das wird die Präsentation unseres Lebens. Das wird die Präsentation unseres Lebens. Die werden sehen. Die werden sehen. Dass wir besser sind. Dass wir besser sind. Als ihre ganzen Senioren. Als ihre ganzen Senioren. Wir haben geschwitzt. Wir haben geschwitzt. Wir haben geblutet. Wir haben geblutet. Wir haben geweint. Wir haben geweint. Aber jetzt. Aber jetzt. Werden wir zeigen. Werden wir zeigen. Was in uns steckt. Was in uns steckt. Guten Appetit. Guten Appetit. Hello everybody, so you can see me at least already. Can you hear me now? Can I have thumbs up if you see me? We have 815 people from 6 countries, 2 continents. For probably 90%, it's good morning everybody. In the second year of the pandemic, it's been a very demanding year. It's been also a very rewarding year, a very diverse and a very international year. And if I think about this year, the one big headline for me is we're growing and we're moving forward. Creative product, we could have done better. That's something that we will have to work on in 2022. And it's something where we just clearly have to say we didn't deliver as we would have wanted. The most important thing of all for me in this year was coming together. We did come together in different locations and for different events,
And this is what it needs to be like in the future again. Mir macht das unglaublich viel Freude und am Ende bin ich stolz drauf, dass das jetzt genauso eben meine Marke ist wie die Marke von den Gründern oder unseren Partnern, dass die Marke im besten Sinne wirklich für sich selber steht und niemandem mehr gehört. Dass Vertrauen da ist, dass man gemeinsam durchhält, dass man nicht zurückzieht, dass man wirklich eine unternehmerische Vision, eine nächste Stufe, Digitalisierung, Internationalisierung, dass man dem Kern treu bleibt und eben trotzdem wiederum neu erfindet. Das ist in dieser auch persönlichen, unternehmerischen Konstellation ganz sicher eine Ausnahme. Und ich glaube, ganz nüchtern, es hätten viele auch nicht unbedingt vorhergesagt, dass das klappen würde. Jetzt gehen wir zu Jimmy. Jetzt gehen wir zu Jimmy. Der arme Jimmy. Ja. Das war hier sein letztes Konzert. Ja. Der Mensch, den Höhepunkt der Kreativität hast du mit 37. Das ist, mit 37? Ja, 37. Und was ist mit dem 27er-Club? Eben. Die hätten noch 10 Jahre Zeit gehabt, uns zu begeistern. Da fällt mir ein, dass wir mit 37. Die Entscheidung, unsere Agentur zu gründen. Das ist auch grob in der Zeit. Grob. Also das heißt, wir waren hier, da warst du 38. Ja, kann das sein? Das muss gewesen sein. Klar, 38. Also quasi ein Jahr. Über meinem Höhepunkt. Ein Jahr verpasst. Ich war schon 39. Ich habe 2 Jahre verpasst. Das war die letzte Flucht. Genau. Aber wenn wir das in der ersten Phase, weißt du, wo wir noch die Kraft hatten, Dinge durchzusetzen. Ja, das wäre super gewesen. Das wäre so geil gewesen. Also. Ich finde übrigens, nichts ist artfremder für Jimi Hendrix als einen Stein auf Fehmarns. Also, stehen wir richtig gut? Ja, natürlich, immer. Du wirst kein Foto finden, also in 30 Jahren gibt es kein Foto, wo Holger und ich falsch herum stehen. Sondern wir stehen immer so, dass man Jung von Matt lesen kann. Sobald jemand ein Fotoapparat in der Hand hatte oder irgendwie, haben wir sofort die Seiten gewechselt. Also wir haben einfach sehr auf die Marke geachtet immer. Ja, ich finde, das zeigt Charakter, das zeigt Persönlichkeit. Und ich finde, es braucht solche Typen in dieser Branche. Und ich mochte das immer, wenn Agenturchefs oder Kreativchefs sich auch inszeniert haben, weil sie sollen ja meine Marke inszenieren. Und dann finde ich, wenn sie sich selbst inszenieren können, ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass sie das können. Was bleibt also am Ende unserer Reise? Für uns bleibt Jung von Matt ein Stück weit ein Mysterium. Wir haben eine Agentur gesehen, die sich auch 11 Jahre nach dem Führungswechsel in einem Umbruch befindet. Weg von den Gründern hin zu einer neuen, unabhängigen Generation. Weg von der klassischen Fernsehwerbung hin zum digitalen All-Media-Dienstleister. Ein Spielball in einer extremen Branche mit starken Konkurrenten. Gleichzeitig schreibt man, trotz Corona-Pandemie, die besten Zahlen in der Geschichte des Unternehmens. Es könnte also kaum besser laufen. Ob es Jung von Matt gelingt, diesen Status zu halten? Das kann in diesem Fall nur die Zukunft zeigen. Die Party ist nicht in der Werbung. In der Werbung ist Sklavenarbeit. Also man müsste sogar so formulieren, man kann Jung von Matt nicht wünschen, dass es das noch 30 Jahre. Es ist furchtbar. Es wird immer schlimmer. Wenn du 3-Sterne-Koch bist, na? Dann von den seltensten Fällen, dass du dein Team verlässt, na? Und die behalten die 3 Sterne auf alle Ewigkeit. Es wird sich zeigen, wie der Generationswandel, der jetzt ja auch schon seit, weiß nicht, 10, 15 Jahren irgendwie vollzogen werden soll, wie fruchtbar der dann ist. Und ich denke, dass wir ein völlig neues Jung von Matt sehen werden. Jung von Matt als Feindbild auch zu haben, ist wahnsinnig wichtig für alle anderen Agenturen. Jung von Matt steht natürlich für diese traditionelle Art, Werbung zu konzipieren und zu kreieren. Und ich hoffe wirklich,
dass das nicht ausstirbt. Für Jungformat, glaube ich, ist die ganz, ganz große Aufgabe, dass sie sich da wahrscheinlich noch stärker fokussieren, als sie es ohnehin schon tun. Wir bemühen uns täglich um die besten kreativen Lösungen. Also man könnte es auch sich leichter machen, aber wir können das nicht. Das simpelste Ziel ist, diese Firma soll es noch Jahrzehnte geben. Und das zweite Ziel ist, sie soll natürlich möglichst erfolgreich sein. Dafür muss sie sich möglichst verändern. Also alles, was gleich bleibt wie früher, kann nur falsch sein. Es geht unabhängig weiter. Es geht international weiter, es geht viel digitaler weiter. Arbeiten Sie mit uns und wir haben so viele kreative Menschen, die Ihnen einfach mehr Wirkung liefern werden als alle anderen Agenturen. Damit geht's weiter. Die Kunst wird darin liegen, diese Leute zu finden und denen die Chance zu geben, die Agentur weiterzumachen. So einfach. Ja. So einfach, ja. So einfach ist es immer. So, jetzt geht's Richtung Helgoland. Das haben wir euch noch nicht erzählt. Moin. Wo ist denn der Kameramann? Ich weiß auch nicht, wo der ist. Der ist der Kameramann. Ja? Aber es sind immer tragische Fälle. Dann ist irgendeiner leblos am Boden. Die anderen fangen an, ihn aufzufressen. Das ist Hans und Spandau, Digga. Und dann wirklich alle rauchig am Billardtisch und überall. Das wäre so heftig. Nein, ist auf Spandau. Die Tische haben die Form von Pfeilen. Die Tische haben alle Form. Ich würde sagen, was mich schon immer am meisten... Boah, diese Hunde... Könnt ihr mal die Hunde ein bisschen zur Seite nehmen? Diese Mickey-Maus-Dinger, die wirklich ganz frühen Teile, weißt du, auch so von der Animation, ja, so wackelig. Die auch immer so, sich so bewegen. Ja, genau, die immer so. Weißt du, da gibt's ja immer so mit dem Fuß. Ja, ja, genau. Du hast wie Sexpill, du brauchst noch mal. Du hast ja noch die Zahnbürste von damals. Wir Mitarbeiter haben uns immer ehrlicherweise gefragt, ob das Jungen vom Matler sind, ob das irgendwie Geschäftsführer sind. Also ich, als ich klein war, habe ich gedacht, okay, wer von denen ist denn Genre-Me? Ist das Genre-Me oder ist das Genre-Me? Jungs, ihr hättet mir ruhig sagen können, dass ich noch so ein bisschen Latte Macchiato an der Nase hatte. Das habt ihr mir nicht gesagt und die ganze Zeit gefilmt. Das ist eine Sauerei. Welche Idee oder Kampagne hat denn, glaubst du, von euch den allergrößten Impact gehabt? Leider Geiz ist geil. Das ist eben auch so, also wenn ich jetzt heute irgendwie vorgestellt werde, irgendwo als Redner oder so, dann heißt es ja Herr von Matt, der Schöpfer von Geiz ist geil. Und das ist schon hart, wenn man da auf so drei Wörter, was nach 50 Jahren Fleiß auf drei Wörter reduziert wird. Vor kurzem kriegte ich ein Mail von meinem Sohn, von meinem Elternsohn. Der schrieb, sag mal Papa, findest du es eigentlich geil, immer nur für Geiz ist geil und ein Busendach bekannt zu sein? Mich würde es fertig machen. Und ich konnte ihn so gut verstehen. Ich hab geantwortet, ich mache das auch fertig, aber ich kann es irgendwie nicht ändern und pass mal auf, dass es bei dir nicht ähnlich passiert.